Hey ihr Lieben, hier ist der Justus König, der YouTuber Damen draus mit von den YouTube-Kanal, der uns auf der Suche nach einem Abenteuer. Wir kannten natürlich schon Sache, bla bla bla. Da war der Elektrobus. ja. Ich fahre zur Stadt, nein, muss was abgeben. Das Lustige ist ja. Eigentlich wollte ich doch, das ist ein Freizeitpark, Schloss Thurn, Halloween. Aber ein Kumpel hat von mir gemeint, niemand wurde ihm gesagt, es ist nicht so toll, es rentiert sich nicht und nicht so viel Geld rausschmeißt rein. Dann. Also es wurde uns abgeraten. Mehr weiß ich auch nicht. Nur, dass er von einem Blitzer ist und der viel Kabel abgesetzt hat, schon hatte, und dass du schon bespielt worden bist. Ne, sie haben bespielt mal, dann ist wahrscheinlich der mit der hohen Geldstrafe gehabt hatte wahrscheinlich. Also wahrscheinlich Führerschein weg. Und links spielen die Kickers. Ich werde vielleicht Fußballmannschaft. Da oben ist dann viel los. Alles vollgepackt, dann hier überall. Wäre dann direkt zum Kumpel gewesen, aber hat keine Zeit. Wenn wir vielleicht Kickerspiel angekommen, dann hätten wir es uns angeguckt. Und dazu hat keine Zeit, also haben wir keine Zeit. Bin ich allein unterwegs? Deswegen. Bin ich allein unterwegs. Ja, ich muss was abgeben jetzt. Bei mir ist sowas gewesen, dass. Ich war am Anfang des Monats krank. Mit einem Virusinfekt. Von Dienstag bis Freitag. Da habe ich Frühstück gehabt. Und heutzutage geht doch alles digital. Also heißt es, du kriegst nichts mehr mit. Es macht alles der Arzt digital. Also geht alles digital. Über Internet geht es zum Arbeitgeber und von Krankenkasse. Aber ist nicht angekommen. Ich kriege eine Meldung, dass es nicht angekommen ist. Da war ich beim Hausarzt an den Tag. Habe erst vor angerufen. Da hat es halt geheißen, der Doktor ist erst später da. Soll später kommen, weil ich konnte unterschreiben. Nicht unterschreiben nochmal, weil sie nochmal abschicken würden. Nicht unterschreiben. Und ja, dann war ich da, wo der Doktor da war. Hat es nochmal unterschrieben, hat sich entschuldigt. Normalerweise müsste ich halt hingegangen sein, aber funktioniert irgendwie nicht mehr. Man kann es auch nicht nachsagen. Man kann es nur noch bei Druck machen. Also wie früher, wie altes System. Jetzt muss ich es nur abgeben. Ja, ich weiß nicht, was schief gelaufen ist. System halt. Du kriegst keine Krankmeldung oder Rezept in der Hand, sondern es wird alles digital. Und die Krankenkasse und die Arbeitgeber müssen es aus dem Internet irgendwo rausziehen. Und irgendwo hat es nicht geklappt. So ein Mist. Alter. Jetzt gehe ich aber mal in die Stadt, ne? Nicht in die Stadt, nein. Sonst gibt es einen ab, ich muss halt da parken irgendwie. Könnt ihr mal schreiben und Kommentare, ob ihr auch so einen Fall hattet. Es ist 16.29 Uhr und 12,5 Grad. Die Chat da darf ich auch gerne. Ich musste öfter schon mal hier an Baustelle gewesen, weil es hier alles Sand daraus angebildet und dann sagt es manchmal ab und dann muss das wieder alles gemacht werden, erneuert werden. Da war ein TÜV, war ich auch schon mal. Früher hat Tigrak hießen. Da habe ich meinen Peugeot 106, mein Bastelfahrzeug, Zweitwagen, durch den TÜV geschickt. Und da drüben, da habe ich mal bei Malerfirma in der Schulzeit einen Fernjob gemacht. Ja, damals. Hat man auch Geld bekommen. Na gut. Man wollte dann, das war halt ein Fernjob, also wie gesagt, das war, wie als Praktikum nur bezahlt.
zum Testen, wie es so ist. Der Beruf. Wir waren auf dem Gerüst und sowas. Muss man auf dem Gerüst verschleifen. Nee, man war auf dem Gerüst. Und da sind noch irgendwelche, wie heißt doch immer, Balkon. Und die Balkons haben solche Metallgeländer gehabt. Und diese Metallgeländer sollen ja auch neu lackiert werden und dann musst du halt schleifen. Und was? Ach, keine Ahnung, ist so lange her. Das ist die Adolterokirche, wie heißt. Da wird immer Flummer gemacht. Ja, wie heißt der halt? So. Und ich muss halt in der Stadt nahe. Nicht rein. Morgen sind wir verkauft auf einer Sonntag, gell? Und ich habe vor, nach Furchen zu gehen, weil da ist 3. November ein Verkauf offener Sonntag. Da ist auch Müller, Furchen ist dann da. Da kommt auch der eine Porsche-Fahrer her. Beim Oldtimer-Treffen von Ding. Wie heißt das nochmal? Epofen. Da war doch einer mit so einem Porsche, so einem besonderen Porsche. Und der hat da gesagt, der ist von Oldtimer-Club und der ist und bla da. Und der kommt noch aus Furchen. Man hat das nicht so weit weg. Und dann beim letzten Jugendtreffen, wo ich war, in Garzhofen, war doch einer mit einem roten Peugeot da, wo ich unterhalten habe. Und die kam ja auch aus Forchheim. Das ist halt das Tor von der Fränkischen Schweiz, sag ich dazu. Das ist vor Ebermannstadt. Forchheim, dann kommt Ebermannstadt. Ich dachte immer so, Forchheim ist das Tor der Fränkischen Schweiz, danach kommt Ebermannstadt. Ja. Ich glaube, letztes Mal wollte ich schon mal hingehen, vor Bayern, zum Stadt. Fest, hat es glaube ich nicht geklappt, aber da haben wir damals diese Leute gefilmt, die mit diesen Kostümen da, diese anderen Leute in Kostümen mit Art, mit Vogel oder sowas immer. Irgendwas war das gewesen. Also ein Auto, was ich nächstes machen muss, ist halt, der Kalrim. Ich weiß, der wurde vor 2 Jahren gemacht mit der Steuerkette, aber wie er mal Kumpel gesagt hat, wenn man viel fährt, kann ja sein, dass er wieder schnell verschlissen ist. Dann hat das Quietschen beim Lenken. Der Keilriemen. Autos in der Spartos mit einem riesengroßen Loch. Da musste ich dir mal ein Erbe abschlagen. In der Corona-Zeit. Ein Erbe, wo Schulden drauf waren, musste ich abschlagen. Musste man anrufen, Termin geben lassen, dann da anstellen, Corona-Zeit. Das richtig durchsucht und da drinnen. Und dann hast du so einen Richterzahl, da war eine Frau drin und die hat es mir geschrieben. Und dann hast du auch 20 Euro nachbezahlen müssen, also überweisen. Für die Gebühren da, sonst hätte man Schulden bekommen. Erbeschulden. Aber Erbe drauf und waren Schulden drauf. Das war kein gutes Erbe. Das war wirklich so. Erbe mit Schulden. Ja, Erben ist schön, aber mit Schulden nicht. Da musst du abschlagen, sofort abschlagen. Erben zu Schulden, also Schulden zu erben ist echt nicht toll. Aber ist denn immer alles voll, gell? Jedes Mal. Schon eine Früh voll, Alter. Alter. Ich muss links. Da habe ich schon mal einen Verall gefilmt. Wo das Treffen war, das Dance Battle da. Ja.
Und Einbahnstraße, scheiße. Ah, super, toll. Ich muss euch nur kurz einen Schnapp geben. Ich muss ja den Film machen. Das kann man doch mal so machen, oder? Ich muss nur kurz einen Schnaps abgeben. Nur Schnaps geben. Geschmissen. Alles ging schon nicht. Nur für kurz. Müssen das mal so gedulden lassen. Da lang oder da lang? Einfach da lang. Jetzt raus. Alter, das ist blöd gemacht hier. Die auch diese, der Jungen braucht ja extra Parkplätze, nur für Kurzparker, für Kunden. Schnell. Das hat sich erledigt. Ja, sind wir da. Das ist die Residenz. Das ist der Bogen. Der Durchgang. Irgendwo da vorne ist die Residenzgarten und da ist dann ein Schild. Das sagt ja, wo diese romantische Rode beginnt. Da hat auch Michael Kessler hier gefahren. Auch damals war es ein Video gemacht. Gefilmt, mit so einem Oldtimer umgefahren ist. Kirche. Ne, ich glaube, es ist Freitag 30. Was ich denke, ich bin. Komm, rüber. Was ich denke, ich bin hier früher in der Pokémon-Go-Zeit mit Christian Pokémon und anderen Leute viel hier rumgelaufen. Hier. Da hinten beim Park hat man sich getroffen. Da hinten. Nee, beim Friedhof, da ist auf der anderen Seite, wo es halt noch drin ist, noch Parkplätze. Und da hat man geparkt oder beim Friedhof hat man geparkt. Zu viel Uhr war es kostenlos. Am Samstag haben wir geparkt und haben dann Bock und Go gespielt den ganzen Tag hier. Oder Talavera. Am Anfang haben wir uns Talavera getroffen. Dann hat der Christian gesagt, hier beim Friedhof kann man auch parken. Okay, jetzt ist jetzt auch mal das Verkehr wieder hier. Bäm. Ah, ein schöner alter Mercedes. Alter. Das ist doch kein Problem. Einfach durch. Und wirkelt man. Das ist ein Rab, hat man hier.
geiles Leben. Das ist da ein Gebäude davon, weit links. Den hab ich schon mal gehört. Wir müssen da wieder rechts. Alter, das ist eine Baustelle. Alter. Naja. Da vorne ist der Bahnhof. Och, das soll doch mal damals renoviert werden, gell? Da wollten sie auch das, da war doch so ein Bürgerentscheid. Die wollten alle einen neuen Bahnhof haben, aber das alte Gebäude neben dran, das sollte abgerissen werden und dann ein Kaufhaus gemacht werden. Die haben alle gesagt, ja, neues, ein neues, schöneres Bahnhof, aber kein Kaufhaus. So war damals der Bürgerentscheid gewesen. Ich weiß nicht, aber ein Kaufhaus wäre cool gewesen, wenn hier gewesen wäre, ein schöner neuer Bahnhof. Also meine Meinung. Oh, ein schöner Porsche. Sogar Länderwagen Porsche. Die anderen. Schaut auch richtig sportlich aus, nicht so richtig SUV-mäßig, sondern richtig so. Ja. Oh, jetzt kann er. Problem ist, wir müssen aber jetzt rüber. Egal wie wir es wollen, wir müssen jetzt rüber. So was einfacher. Ja, genau. Hotel, der Bahnhof. Früher gab es noch diese kleinen Lädchen da und den Dönerladen. Oder drüben so ein Starbäcker, wie es geheißen hat, so ein Bäckerei, so eine Bäckerei. So, fahren wir rechts. Was ist da los? Ich habe mich da noch vorbei. Der Busbahnhof und das Taubenhotel. Das Taubenhotel, so heißt es bei Pokémon Go. Was ist denn da los? Was ist da los in deiner Posthalle? Party, ey. Dann ist die Posthalle voll, ey, wenn die Schlange so lang geht, ey. Aber Posthalle ist echt die beste Disco, oder? Da kann man auch gut Weihnacht feiern. Also Weihnachtsfeier feiern. Und rechts in den, links im Park sollen wir abends das Dunkelste nicht mehr durchgehen. Soll gefährlich sein. Oh, guck mal da. Das war ein Jaguar oder irgendwas war das gewesen. Jaguar, glaube ich. Aber wir wollen jetzt der Park links. Und zwar echt abends, wenn es dunkel ist, gefährlich sein. Soll man behalten. Da kann man ausgeraubt werden oder sowas. Sagen viele. So wurde mir das gesagt. Wurde auch gewarnt. Geh niemals da durch. Ich schwöre dir, ich warne dich. Geh niemals da durch, das ist gefährlich. Ja, so ist es halt. Und Fahrrad. Und ein Fiat. 500. Rechts oder links? Tesla? Der Kibitz. Da habe ich damals einen X5 gekauft. X5, da habe ich schon gegessen mit Christian. Ein Chinesen und ein Restaurant. Naja, was soll ich sagen? Wie haben sie gesagt damals? Ich hab gedacht, was ist das? Ist das wirklich ein. Guck mal, es ist Cinemax, das Kino, wo ich gestern drin war. Gestern? Vorgestern, genau, vorgestern. Mit den einen Killer-Clown. Und das ein Ibis-Hotel. Ebenfalls bei diesem drüben der Restaurant. Das China-Restaurant, das da früher wahrscheinlich eine Tankstelle war, keine Ahnung. Das ist ein Kino ist. Und gestern Pokémon gegessen habe, habe ich doch mal ein. Hähnchen mit Reis und wie ist jetzt nochmal Erdnusssoße genommen. Da kommt sie an mit das Ding. Die Soße war so braun und gesagt, ist das eine falsche Soße? Ist doch keine Erdnusssoße. Doch. Erdnusssoße. Wir haben sie mit Liebe gemacht, mit viel Maggi.
Maggi, und so hat es auch geschmeckt. Also Maggi, Erdnusssoße mit Maggi schaut nicht so toll aus und auch nicht so mein Geschmack. Also meiner jedenfalls nicht. Wenn ich nächstes Mal hingehen würde, nächstes Mal dort bin, sage ich wieder Erdnusssoße, aber ohne Maggi. Ich mag das nicht. Maggi. Ja, es gibt vielleicht Leute, die sowas mögen, keine Ahnung. Die haben gesagt, extra viel Liebe ist gemacht. Jetzt braucht man gar nicht so viel Gas geben, weil es eh gleich wieder runtergeht. Also morgen ist Furchern geplant. Furchern, Furchern. Morgen ist der Familientag. Okay, ich habe viele gehört, haben gesagt zu meinem Kumpel Christian Bockermann, dass er ein bisschen stottert, okay. Das ist halt so. Also ich merke es selber nicht. Wenn ich merke, dass halt ein paar Wörter für nicht mehr sagen kann, dann würde ich ihm helfen. Aber sonst finde ich, ich merke nichts sonst. Und ja. Er hat immer Probleme gehabt, hat er gesagt. Er hat auch Therapie gemacht. Und ich finde, er hat es ja gut gemacht und merkt nichts. Weil ich kenne ja schon, ich habe schon mal so einen Stotter gearbeitet, irgendwo mal ein Praktikum gemacht. Und wenn die stottern, können sie richtig stottern. Da kommt kein Wort raus. Ne? Christian Pokémon. Also einer von meinen besten Kumpels, also Kollegen. Also ich merke das nicht. Andere merken es dann, sondern der Kumpel stottert. Das merkt man. Ich merke das gar nicht so. Oder keine Ahnung. Für mich ist alles normal. Und man soll auch nicht allgemein, man soll nicht über Leute meckern oder sich lustig machen oder sonst was über Leute, die eine Behinderung haben. Denn die können nichts dafür. Man soll selber froh sein, dass man selber das Scheiß nicht hat. Weil eine Behinderung ist nicht das Schönste. Man stottert, egal, das ist nicht gerade schön. Das wegzubekommen ist sehr schwer. Also das haben wir, wie Christian, auf den Sachen super gemacht. Bei mir ist es halt so mit dem Schnellreden. Da versuche ich auch auf das mit der Kamera, kann ich am besten versuchen, halt langsamer und deutlich zu reden. Das kommt halt, wenn ich nervös bin oder sonst was. Das passiert einfach. Du kannst aber nichts dafür. Keine Ahnung, was da kommt. Gibt's auch, wie viele Leute hier so schnell reden oder undeutlich. Ich versuche es abzurennen mit Kamera und alles. Versuch's deutlich wie möglich zu reden. Ich gebe mein Bestes. Und Wille ist am Weg. Und da ist er wieder macht, das ist am Weg. Und am Wille. Yeah. Da ist er los. Ich hab den Arm wohl hin. Bevor er zumacht wieder. Naja. Und parken. Also Leute, ich war da mal wieder drin, hab nachgefragt. Weil ich war auch letzte Woche am Freitag in der Stadt drin. Bei einem Mediamarkt, da war doch einer Kollege von diesem Anbieter da und der hat doch gesagt, da hat man meinen Vertrag gekündigt mit dem Ding und hat gemeint, da kommt in drei Tagen, Merktagen kommt dann diese Bestätigung und ich soll bis Ende des Monats muss ich einen neuen Vertrag gemacht haben. Also eine Woche, die letzte Woche von Ende des Monats muss ich dann einen neuen Vertrag gemacht haben. Wo am 4. läuft der Vertrag, 4.12. läuft der Vertrag aus. Und ich habe nochmal hier nachgefragt, wann ich gekommen ist. Der hat gesagt, ne, da ist gar nichts. Du kannst erst, damit kannst jetzt schriftlich kündigen, aber es ist am 1.9. erst geht dann, ist es vorbei. Nicht vor. Und Samsung Galaxy S24 Ultra, gibt es eine Version, verschiedene Farben, aber mit anderen Speicherplatz. Das 256er haben sie da. Das mit 500 GB Speicher oder 512. Das haben sie nicht da, das müssen sie vielleicht bestellen und das kostet 1.400 Euro oder was hat er gesagt. Und wenn ich wieder einen neuen Vertrag mache, also das Internetvertrag mit 60 GB für 60 Euro, dann kriegst du fürs Handy Rabatt und egal welches Handy und wie viel Speicher. Weil der aus dem Mediamarkt in der Stadt hat erzählt, was er gesagt hat, du kannst nur, das Ding gilt nur für das Handy mit 256 Speicher. Es war aber ein Kunde da, der wollte ein iPhone haben mit 500 GB Speicher und da haben sie extra angerufen, musste ein bisschen mehr bezahlen. Aber sonst ist es nicht möglich. Also die erzählen hier was anderes als mit der in der Stadt. Hier sagen sie, die haben es schon, es ist möglich. Es ist egal, was du holst, du hast nur einen Rabatt drauf. Egal welches Handy, egal wie viel Speicher, du hast das Bad, du hast einen Rabatt drauf. Nur das müssen die Damen, wenn nicht, müssen sie bestellen oder sonst was. Wenn sie bestellen können doch. Oder wie, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Lol, oder? Ist ja egal.
Hand ist ja versichert. Das ist schon beim Haus getauscht worden, was auf den Boden gefallen ist. Ja, bei Dreherbahn kann was passieren, und kann zwei in den Boden fallen, sowas. Er hat schon zweimal passiert, hat zweimal die Versicherung bezahlt. Angeblich Reparatur, aber ich glaube, es war gerade nach dem Neu. Das erste Mal ist er am Boden gefallen, nach einem Leihwagen Ratsch und Müller, wo ich hängen geblieben bin, beim Handy, ist er am Boden gefallen und ist dann irgendwie so das Zeug ausgelaufen. Ja, da hat es auch angeblich alles. Danach hast du ein neues Handy bekommen, hat irgendwas ausgeschaut. Danach ist er Weihnachten in Rodenburg umgefallen, der Wind hat es nur umgeblasen, ein Ständer, und hat dann einen Spur bekommen. Ja, ich hatte ab und zu mal Pech gehabt. Ab und zu habe ich mal Pech gehabt. Am Ende der Straße ist das Licht. Drauf gewesen. Bim. Das ist lustig, die eine Nachtfahrt ist schön. Durch die City. Ja.
Ayo. Ayo, ayo. So, schon vorbeigefahren wahrscheinlich. Ne, da vorne ist er doch. Hallo. Hallo.
Tiefgarage. Besten paar Plätze. Oh, das ist ein sehr guter Frei. Aber das war richtig. Ein Insta-Platz. Ende. Habe ich gegessen, gut. So Leute, ich mache es so, dass wenn man YouTube macht, hat man immer böse Kommentare. Klar, egal. Das ist halt unser Internetwelt mit bösen Kommentaren und so weiter und so fort. Ist halt normal heutzutage. Gut, aber ich tue es nicht mehr löschen. Wenn ein böser Kommentar kommt, lasse ich es so stehen und tue dann noch gegen kommentieren. Wenn einer schreibt, du bist scheiße und sowas, ein scheiß Video, schlechtes Video, sage ich einfach danke für dein Feedback. Dann tut es sich ärgern. Ja, ich kann ja die Böse nicht zurückschauen, gar nichts. Sonst kriegt man es ja auf den Deckel. Aber so, das ist nicht los. Und so könnt ihr selber was Leute schreiben, Böses. Und da könnt ihr auch sagen, wäre ich ja froh und dankbar, wenn ihr auch dagegen kommentiert. Da sage ich immer Dankeschön dafür. Das habe ich schon welche gemacht. Und sage ich einfach Danke. So könnt ihr mir helfen. Einfach gegen böse Kommentare, gegen kommentieren. Ich lasse einfach, dass du es manuell löschen. Das sieht aus, an andere Leute zu schreiben. Ich hätte es damals auch lassen sollen, im Berggren-Video, wo er geschrieben hat, ein scheiß Video, ich hasse dich, du Arschloch und sowas. Hätte ich lassen sollen einfach, hat sich ja sehen können, was er schreibt. Jetzt lasse ich das, also egal wer was schreibt, schlecht ist, ich lasse es so, jetzt kann es hier sehen. Ich muss sich jetzt überlegen, ob er sich so öffentlich präsentiert. Mir ist es egal. Einer hat gesagt, du kannst ja, hätte das für ein Arschloch oder geschrieben hat, dass du ja gegen einen Anzeige gehört. Weißt du was? Er muss sich so bald zeigen und das alles machen, das ist. Ich hab's damals gelöscht und das war das Reality für mich. Mir ist das so eh scheißegal. Das muss ich, das ist für mich, lach ich drüber einfach bloß. Es ist alles Anzeigen, du, es ist halt nur viel Arbeit hin und her, hin und her. Und wenn es doch nur ein armes Würstel ist, man hat ja keinen, hat es Hartz-IV-Lehrer oder sowas, dann hast du eh keine Chance. Hat eh kein Geld. Keine Ahnung. Egal. Und dann fragt er immer euch, da fragt ihr mich, warum ich keinen Freund habe oder sowas. Da habe ich gedacht, oh, du hast gefreut, du bist schwul oder was. Hallo, ich mache YouTube und YouTube, und das ist Max. Da hast du keine Freundin, weil du brauchst Zeit. Und die Freundin will, dass du mit ihr Zeit verbringst. Und dann die Freundin der Freundinnen. Und Kollegen und hat auch keinen Bock, dass die Kollegen und Freundinnen über dich schlecht reden oder sowas, weil du sowas machst. Deswegen kann man nicht in jedem Beruf mal Arbeit auf YouTube machen, weil da haben die Leute, zu, da sagt der Chef, nee, das sowas wollen wir nicht, weil wir sind, haben keinen Bock, dass hier dann plötzlich nur noch gemobbt wird bei der Firma. Weil andere Leute sind vielleicht sind das andere, sind vielleicht ein Mobbenmann. Also deswegen kann man nicht in YouTube oder jeder Firma machen. Also, ich meine, nicht jeder kann YouTube machen. Wenn er bestimmt eine Firma arbeitet, kann das vielleicht da nicht machen, weil sonst geht's dann. Weil die Firma sich fürchte, weil die Leute dann mobben. Das schon nichts ist, was ich meine. Aber da fluchen viele, weil die anderen gucken genauer hin und sagen dann, die sind die Fehler und egal was du machst, die finden es dann lustig und lächerlich und haben keinen Respekt mehr für dir. Und das, wenn es Kollegen sind, dann ist es halt Arbeit scheiße. Also ich habe keine Probleme. Nächste Kollegen sowas Probleme, das wird alles respektiert. Höchstens ein Kollege hat mir gesagt, dass seine Kumpels einen YouTuber belächeln. Oder der andere hat gesagt, dass YouTuber in echten Leben erreichen würden. Oder der andere hat gesagt, hat er erstmal gesagt, jemand anders. Alle YouTuber sind, was hat er gesagt, behindert oder sowas. Irgendwas hat er irgendwas gesagt. Ja, ich glaube mir egal.
Weißt du, sowas nehme ich auch nicht mehr ernst. So lache ich drüber. Das sind Hater, die wollen zeigen, dass sie in meinem Revier sind. Alter, so Freunde sind echt Leute. Wie soll das funktionieren? Du machst sie für YouTube, du bist ein öffentliches Leben. Und das macht doch keine Freunde mit. Die wollen nicht so ein öffentliches Leben haben. Also, da bist du echt überlegen. Auch wenn er geschrieben hat, da habe ich ein Video geschrieben. Ich weiß, warum du keine bummische Büchchen hast. Ich denke, ich weiß, warum du keine Freundin hast. Das weiß ich auch, warum. Weil du machst für YouTube und das funktioniert dann mit Freunden nicht. Ich sag was anderes. Ich sag, mein Kollege, haben dich wirklich gemeckert. Ich finde, du bist behindert oder sonst was. Dann sag ich, kannst du da aufhören? Oder wir brauchen kein YouTube machen, bitte was anderes machen. Wir brauchen Geld. Geh doch mal arbeiten. Zweitjob oder ich möchte wieder kuscheln. Keine Ahnung. So ist es halt. YouTube, wenn man da etwas erreichen möchte, muss man viele Videos machen. Ich mache das hobbymäßig, macht Spaß, aber das funktioniert mit der Freundin nicht, weil Freundin sagt was anderes. Die wacht vielleicht erst ein paar Wochen, sagt sie, okay, kann man gedulden, aber dann ist irgendwann, sagt sie, jetzt das reicht, das wird man nicht übertreiben. Ein Video pro Monat reicht doch. Muss ich jeden Tag ein Video machen oder jeden Woche. Ein Monat reicht. Gibt es Wichtigeres, Sinnvolles zu tun? Kinder mal arbeiten, ich brauche nur meine Schuhe oder was? Keine Ahnung, das war noch ein Beispiel. Als witziges Beispiel. Ja, keine Ahnung. Also, ich bin seit 2018 Single. Das heißt auch kein, naja, dieses Spaßverkehr. Also, jetzt seit 2018 nicht. Und mich stört das nicht. Mich juckt das nicht. Andere juckt es und sagen, du findest scheiße, Sachen sind so lange trocken und ich sage einfach, mir juckt das gar nicht. Ich stelle auch gar keine Beziehung ab. Ich hatte früher auch nur so 4-5 Wochen Beziehung, dann mit Schluss gemacht, weil das eh nichts gemacht hat. Also hast du gemerkt, dass es nicht so hinhaut. Vor dass es mehr wird und lieber Schluss gemacht, weil du merkst schon, dass es dich hinhaut. Weil wenn du zu lang bist, da kommst du mal raus. Weil du merkst, dass es nicht hinhaut. Die meisten sagen sich, egal ob es sich hinhaut, das tut sich halt ändern, tut sich irgendwie ändern oder sowas. Wenn man in der Zeit merkt, dass das nicht hinhaut, dass er nicht die gleichen Interessen, Hobbys hat, dann habe ich gesagt, lieber dann weg, das Blitzer. Dann lieber sagen, auf Wiedersehen und als wie man, wo später es noch schlimmer wird. Ja, dann wisst ihr, was ich meine. Also Beziehung ist nicht einfach, ist auch Herrenjahren. Also ich habe keine Beziehung, also deswegen habe ich immer Freiheit. Hast du eine Freundin, hast Beziehung, bezahlst du halt mit der Freiheit. Bist du frei. Das heißt jetzt nicht ich, sondern wir. Da gibt es auch ein gemeinsames Konto, da kannst du auch nicht kaufen, was du möchtest. Also andere Dinge, anderes Leben. Weil das ist eine Erwachsene-Beziehung, keine Kinderbeziehung. Wo ich auch 16 oder 15 oder 13 war, da ist eine Beziehung ganz anders. Aber die halt Eltern jetzt, will man auch zusammenziehen und alles. Also es ist total anders als wie damals. Also das ist eine Erwachsene-Beziehung, das ist nicht so einfach. Ich kann auch verstehen, dass viele Leute singen bleiben möchten, weil sie wollen nicht das Ding sich von irgendjemandem beherrschen lassen. Weil da muss man sich auch unterwerfen. Früher haben die Männer so Sachen gehabt, heute haben die Frauen die Hosen an. Das war schon im Fernsehen. Und die Männer haben nichts zu sagen. Ich finde eigentlich so, es ist besser, wenn beide gleich richtig haben. Also beides ist 50-50. Dass man sich einig ist, dass man wie eine Harmonie ist. Wie Seelenverband, Seelenpartner, dass man sich nicht, dass einer die Hose hat, sondern dass beide gleichberechtigt sind. Nicht, dass einer der Boss ist und der andere nicht der Boss ist, sondern beide sind Bosse. Also das, ihr wisst, wie ich meine, oder? Total Energy, dann ist das hier. Ist voll geil, oder? Ja, ich sag mal, danke für dieses Zuschauen. Das war mal Alter, wie ein Autofahrt-Video durch Menzburg. das war's am Ende. Ist ja 18 Uhr, ist ja 19 Uhr 18, 11,5 Grad. Und wie es bei mir weitergeht, weiß ich nicht. Ich dachte, YouTube ist ein Hobby und Freizeit. Und mit Freunden. Also ich glaube vielleicht irgendwann, vielleicht mal, wenn man sehr alt ist, kurz vor dem Tod, finden vielleicht eine Freundin. Oh, das da hört an. Rot ist wie rot. Da kann man viel reden, das wäre eh keine drin. Also das ist das Ding. Ja, wenn Leute unbedingt das Ding brauchen, dann können sie da reingehen, wo es leuchtet rot. Kostet wahrscheinlich 100 Euro oder so. Dann
eine halbe Stunde. Da kann man doch hinter dein Video sehen von einer Interview mit so einer Frau. Da drin. Gut. Man kann auch ohne damit leben. Ohne Freundin, ohne, naja, diese Spaßliebe da, wie heißt's? Muss man jungfräulich sagen. Dieses Wort, wo auch was zahlt sein kann. Spaßfaktor. Game over. Endgame.